Hallo ihr Lieben, bitte verzeiht, das Video ist abgebrochen, weil sich meine Kamera erhitzt hat. Abschließend wollte ich euch nur sagen, für die Leute, die sich wirklich trennen, scheiden lassen, hier steht eine Scheidung an, ja, hier steht wirklich Unterhaltsklagen an, hier steht wirklich Sorgerechtsprozesse an, also für die Paare, die sich wirklich gerade in Scheidungsprozessen befinden, macht die Sachen so gut es geht, ruhig für eure Kinder, lasst euch wirklich gut beraten, lasst alle Hüllen fallen mit Streitereien, seid erwachsene Leute, reagiert vernünftig, achtet bitte auf die Entscheidungen, die ihr trefft, zum Wohl eurer Kinder, versucht friedlich miteinander umzugehen, bedenkt, ihr wart mal glücklich verheiratet, ihr habt euch mal geliebt, es sind Kinder aus dieser Beziehung entstanden, auch wenn ihr euch heute trennen werdet. Für die Paare, die sich wirklich trennen, macht es wirklich mit Liebe, mit Respekt, mit Anstand, mit Verantwortung, mit Sicherheit, ja, mit wirklich Klarheit, ohne egoistisch zu sein, ohne materiell zu denken, ohne die Kinder zu überfordern, ohne euch zu verletzen. Es ist wichtig, dass ihr eine Trennung so gut es geht, je nachdem, was vorgefallen ist. Hoppala, sorry. Wirklich so ruhig wie möglich über die Bühne bringen. Ja, dass ihr euch auch in Sachen Kinder wirklich friedlich auseinandersetzen könnt, auch was mit dem Umgang der Kinder später ist, dass ihr wirklich fortschreitet, vernünftig reagiert, dass ihr erwachsen seid, dass ihr bedenkt, ihr seid erwachsen und ihr habt Verantwortung als Eltern euren Kindern gegenüber. Also verhaltet euch auch bitte so. Für die Paare, die sich trennen, wo keine Kinder mit im Spiel sind, ja, macht trotzdem einen sauberen Abschluss. Bedenkt immer, es war mal irgendwann Liebe da. Man hat sich wirklich mal geliebt, man hat sich wirklich mal vertraut, man hat wirklich mal alles für den anderen gegeben. Man war mal der wichtigste Punkt in dem Leben des Partners. Seid euch selber euer bester Freund. Seid euch selber euer nächster Freund. Ihr eigene Liebe zu euch selber muss an erster Stelle stehen. Und seid dankbar für diese Nachricht, die ihr heute kriegen könnt, damit es euch animiert, falsche Entscheidungen zu treffen. Dass es euch animiert, falsche Schritte zu gehen. Dass es euch animiert, wirklich die richtigen Schritte zu gehen, das meine ich damit. Dass es euch animiert, nicht falsche Entscheidungen zu treffen, sondern genau zu wissen, was für eine Entscheidung ich treffen muss. Aus dem Herzen heraus, aus der Realität heraus, aus zu wissen, zu erkennen, wann eine Beziehung zu Ende ist und wann nicht. Es ist ganz wichtig zu erkennen, fügt euch nicht noch mehr Schmerzen zu. Nicht euch und nicht eurer Umwelt. Ja, steht zu euren Entscheidungen. Steht wirklich zu euren Entscheidungen und geht diese Schritte nach vorne, egal in welchem Lebenssituation es ist. Warum? Weil das Leben, das Schicksal sagt dir, hier ist euer Weg zu Ende. Du hast die Möglichkeit, mit diesem Partner, mit dieser Partnerin zusammen zu bleiben. Ja, ja, für immer und wann ihr es schafft, wirklich diese Beziehung umzudrehen, einen neuen Wandel zu geben. Das Tarot sagt dir aber, das wird nichts bringen, weil kurz oder früher oder später werdet ihr euch trennen. Warum? Weil es eine Beziehung ist, die vom Schicksal schon bestimmt ist, sich zu trennen, weil eure Lernaufgabe zu Ende ist. Die Früchte, die ihr hättet tragen müssen, habt ihr getragen. Was ihr lernen musstet, habt ihr gelernt. Was ihr euch teilen musstet, habt ihr geteilt. Diese Beziehung, die wirklich hier auf Hassliebe besteht, aus Lügen, aus Intrigen, aus Missgunst, aus Neid, aus warum auch immer. Ja, die Beziehungen, die Partnerschaften, ich sag's nochmal, generelle Legung, trifft nicht auf jeden zu, aber die Paare, die sich in dieser Situation befinden, sich gerade getrennt haben, sich gerade trennen oder sich trennen werden, diesen Trennprozess drin sind, Scheidung, Kinder, was auch immer, lasst es gehen. Lasst Ruhe einkehren. Befreit euch von diesem Ballast. Lasst deinen Partner frei. Ja? Zwingt niemanden mit dir zusammen zu sein, der dich nicht mehr liebt. Achte dich selber. Erkennt bitte beide, wie wichtig es ist, miteinander respektvoll umzugehen, friedlich miteinander umzugehen. Ja, es ist ganz wichtig wirklich, dass man ein gutes Verhältnis zu anderen hat und zu sich selber. Einen sauberen Abschluss zu machen. Einen sauberen Abschluss zu machen als Mensch, als Partner. Und egal, was dein Partner dir angetan hat, verzeihe es, aber trenne dich. Egal, was du deinem Partner angetan hast, verzeihe dir selber, aber trenne dich. Wenn das Tarot dir so eine Legung schon sagt, für die Paare, die ihr wirklich das hören müsst, ja, trennt euch, weil ansonsten wird diese Beziehung noch schlimmer werden, die Qualen werden noch größer werden und du wirst innerlich so kaputt gehen, dass du aus diesem emotionalen, depressiven Loch nicht mehr rauskommst oder nur ganz schwer rauskommst. Und das kannst du dir nicht antun, für dich nicht und auch nicht deinen Kindern. Also, ich danke dir, dass du dir dieses Video heute angeschaut hast. Bitte verzeiht, dass dieses Video in zwei Teilen ist, weil die Kameraeinstellung abgebrochen ist. Wichtig ist, dass du weißt, dass diese Nachricht, die für dich ist im Thema Liebe generell, ja, wir machen später die Sternzeichenpaare weiter, die Paare, die sich hier trennen oder gerade getrennt haben, bitte überlegt eure Situation, überdenkt, was ihr wollt und was ihr nicht wollt, schützt euch und eure Kinder, trefft klare Entscheidungen und lasst gehen, was nicht mehr für dich ist. Ich danke dir, dass du meine Videos likest, dass du meinen Kanal weiter abonnierst, dass du mich weiterempfehlst, dass Alaina Tarot wirklich als Kanal wachsen kann. Und ab nächste Woche habe ich eine super Überraschung für euch alle, wo wir wirklich als Kanal, als
Community wirklich miteinander wachsen können, wo ihr die Möglichkeit habt, wirklich mit mir persönlich in Kontakt zu treten, und ihr werdet total begeistert sein. Also ich habe viele spannende Sachen für euch schon parat, und denkt dran, immer wenn es an dein Ego geht, immer wenn ich dich aus der Fassung bringe, ist genau, weil du in diesem Moment, Entschuldigung, diese Nachricht erkennen musst, weil ich mache Tarottherapien. Denkt dran, die Tarottherapie zieht euch die Socken unter den Füßen weg. Die darf auch nicht jeder anwenden und die kann auch nicht jeder anwenden. Deswegen sage ich euch immer, danke, dass ihr dabei seid. Danke für eure Likes, für eure Abos, dass ihr diesen Kanal teilt. Ja? Und danke, dass ihr so zahlreich diese privaten Legungen auch wirklich in Anspruch nimmt, wo ich auch so viel Zuspruch von euch bekomme. Und ich sage euch allen, alle, die in der Lebenssituation seid, die euch beschäftigt, schreibt mich an und ich helfe euch wirklich super gerne, auch daraus zu kommen. Dankeschön, bis dahin, bye.